Der Auftakt zur Hauptkampagne spielt sich noch größtenteils wie gewohnt. Wir spielen als Römer und haben den Auftrag, eine Siedlung der Mayas zu zerstören. Diese befindet sich auf einer Halbinsel im Westen. Eine Besonderheit hat diese Karte aber dennoch, denn hier werden wir zum ersten Mal mit dunklem Land konfrontiert. Das Gebiet westlich von unserer Siedlung ist unbrauchbar, bis wir es von Gärtnern wiederherstellen lassen. Was wir aber nicht müssen, und auch wenn sich die Mayas meiner Erfahrung nach nicht über die Landbrücke hinaus ausbreiten, dient das dunkle Land als Absicherung. Das Gebirge im Norden enthält Eisen, Kohle und Stein. Innerhalb des dunklen Landes gibt es ein weiteres Gebirge, welches alle Erze enthält. Im Süden findet ihr ein Gebirge mit Kohle und Gold. Oh, und Schwefel, aber das Zeug ist so nutzlos, dass ich es in Zukunft nur noch erwähnen werde, wenn es mal nützlich sein sollte. Ein kleines Stück südlich des Sees, unter ein paar Bäumen versteckt, findet ihr außerdem genau 12 Golderz, die ihr für etwas ganz Besonderes brauchen werden. Da die Startvorgaben hier nicht so großzügig sind, sind zunächst nur 2 zusätzliche Planierer und Bauarbeiter drin. Erobert das Gebirge im Norden sowie den nahegelegenen See und expandiert nach Osten, um euch den Bauplatz zu sichern. Baut außerdem eine Jagdhütte, um den Jäger zu nutzen, mit dem ihr startet. Während ihr eure Nahrungsproduktion aufbaut, beginnt ihr die Schwerindustrie zunächst mit je einer Kohle- und Eisenmine sowie einer Goldschmelze, um das bereits vorhandene Golderz zu verarbeiten. Sobald eure Steinvorräte es zulassen, baut ihr 12 Vasen an einer beliebigen Stelle. Sobald alle 12 fertig sind, erhaltet ihr 46 Goldbarren und 33 Eisenbarren in der Nähe des Sees. Ab hier könnt ihr eure Siedlung normal aufbauen. Achtet darauf, euch die Steinvorkommen im Gebirge zu sichern, bevor die Felsen eurer Siedlung abgebaut sind, und sichert euch die Goldvorkommen im Süden, um langfristig höherwertige Soldaten rekrutieren zu können. Zur Verteidigung solltet ihr alle Türme bis auf einen abreißen und einige große Türme an einer beliebigen Stelle bauen. Mit dem Gold, das ihr vorher erhalten habt, könnt ihr Level 3 Soldaten rekrutieren, um die Türme optimal zu besetzen. Auf leicht solltet ihr nach 70 und auf normal nach 60 Minuten mit einem Angriff rechnen. Allerdings wurde ich in dieser Aufnahme nicht angegriffen. Möglicherweise, weil ich bereits genug Soldaten rekrutiert hatte. Ich weiß aber auch noch nicht genug darüber, wie die KI Angriffsentscheidungen trifft. Auf normal sollten die Mayas nicht mehr als 120 Soldaten produzieren. Es dürfte daher nicht lange dauern, bis ihr ihnen überlegen seid und zum Angriff übergehen könnt. Wenn alle Türme erobert wurden, könnt ihr euch an die nächste Mission wagen und herausfinden, wer für das zerstörte Land verantwortlich ist.